Der Unterschied zu 5G, das ist eine, denke ich mal, denkbare böse Frage. Ja, there is no standard, I don't know how to say. 6G ist bis heute noch relativ unklar definiert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann dazu nicht wirklich was Vernünftiges sagen, was dann am Ende auch wirklich richtig ist. Wie weit diese neue Mobilfunkgeneration sich von den bisherigen unterscheidet, ob sie einfach nur eine Weiterentwicklung ist oder etwas völlig Neues, wissen wir jetzt noch nicht. We are in Darmstadt Stadium attending the 6G consortium meeting, and here we are having discussions between different partners, and we're trying to define how the 6G architecture should be. Im Gegensatz zu 5G, das im Wesentlichen für die Automatisierung, für die Firmen, für die Produktion entwickelt wurde, soll 6G sehr stark für den Menschen entwickelt werden. Also schneller, weiter, weniger Latenz, mehr Verlässlichkeit, mehr Geräte in der Nähe. Das sind so die Qualitätskriterien. Ist aber nicht, also ich sehe bis jetzt keinen Quantensprung. Der Open 6G Hub ist einer von vier Forschungshubs, die das BMBF im Rahmen des 6G-Programms fördert. Wir versuchen an vielen Stellen Interaktion zu finden zu den großen Problemen der heutigen Welt. Unsere Ideen werden natürlich dann teilweise aufgreifen, was unsere gesellschaftlichen Prioritäten sind. Wir haben besonders hohe Ansprüche, was das Thema Datenschutz angeht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Inklusion und Partizipation angeht. Der Vorteil in der Wissenschaft ist, dass wir langfristig an Ideen und Verfahren knobeln können, ja, die vielleicht auch nicht in 2 Jahren im Markt kommen, sondern vielleicht in 10, in 20 erst relevant werden. Oder vielleicht gar nicht relevant sind. Ein Schwerpunkt unserer Arbeiten an der TU Darmstadt bezieht sich auf die Resilienz. Wir beziehen Resilienz von Anfang an beim Systementwurf mit ein. Dadurch ermöglichen wir, dass das 6G-System widerstandsfähig und zuverlässig ist. Als Physiker schaue ich auf das Open 6G Hub Projekt natürlich aus einer anderen Perspektive. Wir beschäftigen uns im Rahmen von 6G damit, wie beispielsweise ein Signal, ein Quantenteilchen möglicherweise zwischen zwei Satelliten durch die Raumzeit der Erde wandern und wie sie dabei beeinflusst werden und sich verändern können. Wir versuchen einfach alles, was geht, Open Source zu machen. Wir versuchen alles, was geht, in Form von Software zu machen. Ja. Im Labor bei uns, im Lehrstuhl kommen, haben wir alles in Software. Ja. Versuchen wir alles in Software zu gestalten, ja, so dass wir an jeder Schraube möglichst drehen können. For my point of view, like 6G will be to have from the core network side to have more energy efficient and more flexible and also more resilient. Ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig ist zu ergänzen. Ich sage es mal ganz plakativ, wir in der Wissenschaft produzieren Leute. Das klingt böse, aber Ziel der Ausbildung, Ziel der Universitäten ist, hervorragende Leute möglichst mit einem Wissen auszustatten, sodass es langfristig verfügbar ist. Immer mehr verwendet werden, nicht nur im Offensichtlichen, dass ich kommuniziere, dass im Hintergrund was passiert. Also in der Medizin, dass, wenn ich zulasse, dass das Gerät Vitaldaten überträgt und dann sagt, okay, hey, hier ist ein Problem eines Schlaganfalls. Und wenn ich das Gerät den ertüchtige, auch diese Daten zu übertragen, dann kann vielleicht ein gewisser Automatismus mit, ich sag mal, Ferndiagnose und der Notarzt, der nicht im Notarztwagen sitzt, sondern vielleicht in der Zentrale sitzt, direkt überwachen und sagen, da muss unbedingt was passieren. Wir werden auch einen Bedarf haben, dass diese Unterstützung des Menschen nicht damit verbunden ist, dass der Mensch überladen wird mit zusätzlichen Aufgaben, sondern dass er möglicherweise einen Avatar hat, ja, der sich um seine Interessen kümmert. Ich kann die Straßenüberquerungen absichern, ich kann Türen öffnen, ich kann notfalls auch irgendwelche Roboter bitten, mir beim Tragen von schwerem Gepäck zu helfen. Das aber alles, ohne dass ich das explizit machen muss.
sondern da ist jemand, der das für mich macht, den ich komplett kontrolliere. Immer aufpassen, ich habe nichts gesagt zum Thema Überwachung. Es geht darum, wenn ich das will. Meine vielleicht zukünftige Anwendung ist der Schlüsselaustausch, sogenannte Quantum Key Distribution. Selbstverständlich sind auch Szenarien in einer Fabrik gut denkbar. Ja, das sind Netze, die brauchen wir. Wir brauchen sie zur Interaktion der Maschinen. Und da ist wichtig Verlässlichkeit, Verlässlichkeit, Verlässlichkeit. The biggest challenge that we are having to have designed for the resilient framework is identifying the events that have direct impact on the failures or the availability of the services. Wir haben eine Menge von sehr damit gravierenden Herausforderungen damit, dass oft die Hardware etwas, wir nicht wissen, was drin wirklich passiert im Detail. Wir Software nutzen wollen, was verändern wollen, aber nicht nur eine Blackbox haben gerne, sondern gerne reinschauen wollen. Die Herausforderung ist im ersten Schritt natürlich die noch relativ einfache Anwendung von bestehenden Modellen. Und die viel schwierigere Herausforderung ist natürlich die Erarbeitung von neuen physikalischen Modellen, die wir anwenden können auf diese Kommunikationsszenarien. Da haben wir auch noch viel vor, da gibt's noch viel zu tun. Außerdem müssen wir gewissermaßen prädizieren, wir sind also auch Zukunftsforscher, was die Bedürfnisse der Gesellschaft, der Menschen sind, die dieses 6G benutzen wollen. Es gibt natürlich auch immer Verschiebungen. Durch die Veränderungen in der geopolitischen Situation hat definitiv das Thema technologische Souveränität an Bedeutung gewonnen. Es wird jetzt stärker als früher darauf geachtet, dass wir die Technologie in Europa, in Deutschland auch tatsächlich beherrschen und verstehen und nicht irgendwann gezwungen werden, Lösungen umzusetzen, von denen wir nicht mehr so genau wissen, ob denn der Datenschutz so umgesetzt wird, wie wir das wollen. Andere Beispiele ist natürlich, dass wir jetzt einen Krieg in Europa haben. Da hat vor ein paar Jahren niemand mit gerechnet. Dieser Krieg ging auch mit Cyberangriffen einher. Und das hat dazu geführt, dass das Thema Resilienz von Kommunikationsinfrastrukturen natürlich in der Prioritätenliste weit nach oben geschoben ist. Von den unterschiedlichen nationalen Prioritäten und natürlich in Europa auch den europäischen Prioritäten zu einem einzigen globalen 6G-Standard zu kommen, haben wir natürlich einen Standardisierungsprozess zu durchlaufen. Im Vorfeld der Standardisierung, von der wir erwarten, dass sie etwa 2025 beginnt, werden wir uns austauschen. Das heißt, das passiert auf wissenschaftlichen Konferenzen, Workshops, durch Paper und Ähnliches. Und werden unsere Konzepte vorstellen. Wir werden sagen, was wir erreichen wollen, eben im Sinne der Prioritäten Datenschutz, Nachhaltigkeit, Inklusion, Partizipation, aber auch, wie wir das umsetzen wollen und dann für unsere Ideen werben. Aber wir müssen es auch wirklich umsetzen können, ja, und umsetzen dürfen und uns nicht selber wieder drei Beine stellen, weil juristisch A, B, C nicht geht. Dann wird es einen Prozess geben, in dem die Industrie eine große Rolle spielt. Denn am Ende nutzt es nichts, dass Wissenschaft sich etwas überlegt. Das muss ja auch jemand bauen und implementieren, was eine Riesenherausforderung ist. Wir sollten stark darauf achten, dass es doch abgestimmt ist alles, ja, dass es doch miteinander funktioniert. Ja, das vereinfacht im Täglichen wirklich sehr, sehr viel.